willkommen zu Mono NTV, heute aus dem schönen Görlitz. Wir sind meiner Meinung nach an der polnischen, an der tschechischen Grenze. Ich habe nicht geguckt. Wahrscheinlich polnisch, ne? Ja, polnisch müsste es sein. Ich bin die ganze Zeit im polnischen Handynetz, also polnische Grenze. Ich war tatsächlich noch nie in Görlitz. Es ist ganz schön. Also hier ist ein super Spielplatz in der Nähe. Das Wetter ist verhältnismäßig in Ordnung. Es ist ein bisschen schwül, kurz hat es geregnet, aber warm. Also eigentlich nichts, worüber ich meckern könnte. Club ist schön. Ich glaube, es soll voll werden heute. Also ich glaube, Görlitz, da möchte ich nochmal hin. Cool. Mann. Assistant und ich kümmere mich darum, dass die Taschen im Backstage sind, dass alle ihre Kleider finden, dass Handtücher und Getränke für die Show vorbereitet sind und dass dann auch die Band rechtzeitig zur Show dann den Weg zur Bühne findet. Wie bin ich zu Mono Inc. gekommen? Das ist relativ simpel. Ich bin Sohn von Karl, da war der Einstieg natürlich nicht schwierig. Ich bin vor 10 Jahren schon mit auf Tour gekommen, damals, weil mich alleine nicht zu Hause lassen konnte und somit fiel der Einstieg dann hier nicht wirklich schwierig. Die spannendste Erfahrung mit der Band auf Tour für mich war zum Beispiel, dass wir live bei der Welcome to Hell Tour hatten wir einen Block, in dem wir 6 Shows gespielt haben. Von Dienstag bis Sonntag hatten wir jeden Tag eine Show. Und es war natürlich ganz spannend. Man 6 Tage im Bus, immer unterwegs, immer dieselben Leute um sich rum. Alle sind irgendwann müde, können nicht schlafen, aber irgendwie zieht man zusammen am Strang und zieht auch noch Show 4, 5 und 6 gemeinsam durch. Das war auf jeden Fall interessant. Was schätze ich an der Band? Ich schätze auf jeden Fall das ganze familiäre Gehabe und die ganzen familiären Verhältnisse, die hier herrschen. Es ist alles sehr herzlich und macht Spaß. Die ganze Crew und Band ist eine ganz große Familie, die hier auf Tour ist. Und dadurch macht es natürlich immer Spaß, egal wo und mit wem man ist. Und was mich nervt jetzt, zum Beispiel an meinem Job als Band Assistant, ist, dass ich dann vor der Show auf einmal die Bandmitglieder in Künstler verwandeln und dann auf einmal nicht mehr wissen, wie man sich anzieht und was man eigentlich trägt, obwohl man da mit schon 50 Shows gespielt hat, mit demselben Outfit, mit demselben Prozedere und man wirklich beim Anziehen helfen muss. Dann